Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Und wie ihr gerade seht, werden wir in diesem Part das Ganoven-Outfit anhaben. Und genau, was ich gerade aus dem Shop gekauft habe. Wir sind immer noch im Cityland. Im letzten Part war das coole Festival. Und in diesem Part werden weitere Monde, lila Münzen und Zeugs gesammelt. Genau, wo fangen wir an? Es gibt so viele Ecken, wo man anfangen könnte. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal... Boah, hier draußen waren wir schon. Wir fangen einfach mal hier bei der Stromleitung an. Ach Quatsch, oder? Hier unten gibt es auch noch was. Und ich glaube, ich habe hier sogar lila Münzen gesehen. Ja, tatsächlich. Aber hier geht es auch noch hoch. Eine Stromleitung. Es führt überall aufs Dach, die Stromleitung. Es gibt so viele davon hier in jeder Ecke. Das ist unglaublich. Und diese Dosen, die sind cool. Die fliegen so richtig heftig weg. Und gehen auch nicht so schnell kaputt. Sieht ziemlich cool aus. Und auch komm, hier ist doch was. Hier ist doch safe was. Man kennt's, der übliche Mond bei irgendeinem Schimmer in der Ecke. Voll random platziert, aber ist okay. Können wir uns hier mit hier rüber schleudern? Ja, aber man ist so schnell, dass Mario schnell wieder abrutscht. Kein Problem, wir können es auch so holen. Und da unten gibt es auch noch weitere lila Münzen. Es gibt an jeder Ecke lila Münzen. Gehe ich mal von aus. Auf jeder Ebene auch. Oh, hier gibt es den Samen. Und ein cooles Werbeplakat. Ist ja auch, den Samen müssen wir hier hochbringen. Da unten liegen die alle und hier ist auch schon einer fertig. Der im letzten Part eingepflanzt wurde, vor dem Festival noch. Und die anderen beiden, da brauchen wir zwei Blumentöpfe. Hier in dem Land ist es ein bisschen anders. Da ist es nicht so, man braucht die Samen und hat die Blumentöpfe, sondern da ist es ganz andersrum. Ah ja, und das ging doch schnell. Schnell hier hochgekommen. Und jetzt nur noch einpflanzen und warten. Okay, ich glaube, das Minispiel haben wir schon gemacht. Mit dem RC-Auto, also mit dem ferngesteuerten Auto. Und okay, das nächste gefunden, das ist eine Vogelscheuche. Und dann müssen wir hier hoch und die Plattformen, die bewegen sich, glaube ich. Also sind so mäßig Gewichte. Nee, Wippen wollte ich sagen. Und ja, ich habe es geschafft und da kommen wir mit hoch. Der Mond verschwindet noch nicht, aber wir müssen jetzt trotzdem schnell weg. Weil sonst verschwindet er. Verschwindet die Plattform und wir fallen in den Abgrund. Das wäre natürlich nicht so schön. Und ja, gut. Ich versuche mal hier rauf zu kommen. Da oben ist eine Stromleitung. Quer rüber. Vielleicht gibt es hier noch eine nach oben. Ach nee, hier waren wir nachts schon, ne? Hier waren wir nachts schon einmal. Ich glaube, wir gehen mal aufs Rathaus und schauen mal, was es da gibt. Hier gibt es noch was. Hier gibt es Kartons, die man noch nicht wegmachen kann. Und da draußen ist Captain Toad. Was macht der denn hier? Die Frage ist auch, wozu es diese Verlängerung von dieser Konstruktion hier gibt. Dieser Ort ist großartig. Überall stehen diese hohen Gebäude. Ich war neugierig und habe mal in eins reingeschaut. Da finde ich in einem von ihnen einen ganz zufälligen Mond. Bitteschön, ich hoffe, er gefällt dir. Ein ganz zufälliger Mond, schon klar. Uhu, Captain Toad. Ja, und damit haben wir 27 Monde in diesem Land gesammelt. Schon eine ganze Menge. Aber es ist längst noch nicht alles. Ich kann mal nachschauen, wie viele wir überhaupt brauchen. Ah, wobei, es ist die Hälfte, glaube ich. Weil es gibt 66 Monde. Was sind das denn für Kartons? Die lassen sich so einstampfen. Okay, es fühlt sich irgendwie cool an. Das ist irgendwie cool. Ich wollte eigentlich da hoch zu diesem Pfosten, wo man sich so wegschnipsen kann. Da wollte ich eigentlich hin, aber geht anscheinend nicht. Ach so, jetzt sind wir hier oben, ne? Aber hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon bei Nacht. Und die Checkpoints bleiben doch erhalten. Ich dachte im letzten Part, die bleiben nicht erhalten. Ja, ich würde mal sagen, hier unten war doch einer. Oder da oben drauf. Oh, hier sind lila Münzen. Hätten wir die bei Nacht auch schon holen können. Wahrscheinlich. Ich habe doch irgendwo noch einen Mond gesehen, der ziemlich weit über den Dächern so geschwebt hat. Okay, hier arbeiten die Leute mit Computer und allem. Oh, hier gibt's auch was. Ich spüre es, das Rumble. Das zeigt mir es deutlich an. Man merkt das zum Glück direkt, das Rumble, wenn da was ist. Ah, oha, und hier gibt's lila Münzen. Okay, aber das ist noch nicht das, was ich wollte. Zumindest noch nicht direkt, aber ja, egal. Wir geben uns damit erstmal zufrieden. Ich weiß auch nicht, wie ich da sonst drüber kommen sollte. Da hinten gibt's... hinter hinten gibt's dieses Gemälde... nicht Gemälde. Diese Hinweisart, Hinweiskunst aus New York City. Und da unten ist dieser Platz vor dem Rathaus, der so cool aussah. Was ich meinte, als wir den Mond da, den Multimond, nach dem Mecha-Wickler bekommen haben. Okay, hier gegenüber von dem Café da. Gibt es nochmal drei lila Münzen und wir können uns hier so hochschnipsen. Nach und nach mit diesem... Oh, lol. Mit dem
Pfosten. Oder was es sein soll. Ich glaube, es ist ja ein Pfosten. Also es ist einfach so ein... In der Stadt ein Pfosten, der hier rumsteht, wie man es kennt, zur Abgrenzung oder zur Markierung oder irgendwas. Jetzt die Frage, von hier könnte man darüber theoretisch? Die Frage ist, könnte man darüber? Ja, sogar ohne irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist, aber es funktioniert. Und das ist cool. Weil, hätte ich irgendwie nicht erwartet. Ich habe mich ja schon bereit gemacht, irgendwas zu drücken, so halt Cappy Jump und so. Aber es war gar nicht nötig. Ich bin ohne irgendwas zu machen da hochgekommen. Cool, ja. Hier trainiere ich immer. Lol. Echt? Okay. Kommt man so hier hoch? Kommt man so vielleicht darüber? Na, ich probiere es nicht. Ich glaube, es wird nichts. Oha, es ist gar nicht so leicht. Ich dachte eben schon, es wird schwierig. Weil ich in die falsche Richtung geschaut habe. Man muss immer darauf achten, gutes Timing und so. Immerhin ist es keine Bauklotzpassage, wie ich sie immer nenne. Ich warte hier lieber nochmal, weil ich keinen Schwung verloren habe. Weil da bin ich immer super schlecht. Da zeige ich immer meinen schlechtesten Skill überhaupt. Was für ein Athlet! Alles klar. Die feiern mich komplett. Oh, der eine Typ, der da unten steht. Und hier ist der Secret Moon. Das ist irgendwie so typisch. Irgendwo geht es nochmal höher, wo man schon weiter könnte. Und da ist der nächste Mond. Und genau, das ist hier. Was für ein Athlet. Hier geht es normal weiter. Nichts Besonderes. Okay. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch was. Aber nee. Oh, jetzt wird es ernst. Da hat er voll recht. Jetzt dreht sich das so weiter. Aber immerhin kommt quasi jede Position eine Stange vorbei. Das heißt, man kann nicht ins Leere springen eigentlich. Wenn man es gut anstellt. Und so kann man die lila Münzen bekommen. Indem man sich schwingt. Man kann es auch ein bisschen abkürzen hier. Und ein bisschen beeilen, damit man noch schnell rüberkommt. Ohne dass es noch einmal sich rumdreht. Unser 30. Mond in der Stadt. Und da habe ich gerade gesagt, dass wir bei 27, 66 sind es insgesamt. Bei 27 können wir schon die Hälfte haben ungefähr. Das kommt sogar hin. Wir können auch zur Not den Kakadu fragen. Schnackkirchen. In der Stadt. Den haben wir auch schon gesehen. Auf dem Vorplatz. Oder das Minispiel machen. Und was ist das hier? Es gibt gleich zwei Secret Areas hier. Und das ist quasi die geheime Passage, wo ganz viele Leute laufen. Man muss auf Zeit hier rüber, oder nicht? Und das war gar kein Problem. Mit Durchrollen ist es gar kein Problem, aber es gibt natürlich hier... Boah, das dauert noch ewig, bis der Hebel gedrückt bleibt. Aber das hier oben drüber ist natürlich der Weg, wie man es machen soll. Vielleicht kann ich ja hier mein Thumbnail-Bild machen. Ah, so geht's doch. Vielleicht mache ich das als Thumbnail, aber vielleicht finde ich auch noch was Besseres. Aber warte mal. Nein, hier gibt's doch noch was Besseres. Hier gibt's doch noch einen Secret-Mond, oder? Aber ich komme nur hier raus, alles klar. Ich muss aber mal schauen, wo man rauskommt, wenn man auf der anderen Seite... Ja, da oben gibt's noch was. Aber wie komme ich da hoch? Ah, ich weiß wie. Oder? Ich muss... Ah, oha, ich muss die Köpfe der Menschen benutzen. Um dann hier rauf, dann hier... an die Stangen und oben auf die Plattform und dann den Mond einsammeln. Das ist krass, okay. Da muss man erstmal drauf kommen. Und ich weiß nicht, so oft oder so... Wenn man es nicht weiß, schaut man sich nicht unbedingt um, so nach oben. Und wir kommen hier raus, bei dem Haus. Und das ist die geheime Verbindung, alles klar. In der Anleitung stand ja auch, dass quasi, wenn man... Oh, was willst du? Ach, das ist die geheime Passage. Oh nein, jetzt habe ich gerade das Outfit gewechselt. Kann ich gleich nochmal machen. In der Anleitung stand ja, wenn man eine offene Tür sieht, dann heißt es, komm rein. Und das haben wir eben auch schon gemacht. Und da oben, die lila Münzen haben wir ja noch übersehen. Was stand hier? Was ist das für ein Ort? Bürgermeisterin Pauline Ehrenpark. Aber der hieß vorher noch nicht so, oder? Der hieß nur nach dem Unglück quasi... Lol, hier ist Mond. Das war gar nicht beabsichtigt. Ich dachte, es ist wie bei den Kartons, wo man dann auf die Kartons draufstampft und sich das ganz cool anfühlt quasi. Aber es ist nicht so. Man kriegt einen Mond dafür. Wurde der umbenannt, weil die Bürgermeisterin quasi hier alles schön wieder hergerichtet hat, mehr oder weniger? Nach dem Unglück mit Bowser und dem Mecha-Wiggler. Na, wie dem auch sei. Jetzt heißt es so.
Und wir kriegen auch noch ein Ehrendenkmal. Aber ich weiß nicht, ist das schon aufgestellt? Oder kommt das erst, nachdem wir Bowser besiegt haben? Nein, wir werden sehen. Ich weiß schon, was es ist. Und die meisten wahrscheinlich auch auf dem Hauptplatz vorne. Und aber erstmal gibt es hier einen Mond inmitten von Stahlträgern. Und da hoch kommen wir nicht, ne? Doch, kommen wir. Sehr einfach. Hier wird auch noch gebaut. Hier an der einen oder anderen Stelle. Ach genau, und hier gab es noch diese Verbindung. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Also ich gerade nicht. Okay, aber hier oben geht es auch noch weiter. Aufs Nachbargebäude. Und da gibt es doch bestimmt irgendwas oben noch drauf. Gar nichts. Nicht mal Secret Münzen. Das ist enttäuschend. Aber da vorne, lila Münzen. Oh Mann, man muss sich so deutlich umschauen. Alles hinter einem, irgendwo in der Nische, könnte doch noch was versteckt sein. Obwohl man sagt, man hat sich deutlich umgeschaut. Obwohl man denkt, man hat sich deutlich umgeschaut. Trotzdem, immer in irgendeiner Ecke gibt es hier noch irgendwas, wo man denkt, ja, hä, ich war doch da schon. Aber dann war man da offiziell noch nicht. So, ich bin einmal hier rüber jetzt. Und hier gibt es drei lila Münzen. Einmal wegen denen. Da unten gibt es eine offene Tür. Da können wir auch noch rein. Wahrscheinlich eine Sub-Area. So heißen die. Oder so nenne ich die. Ich glaube, die heißen aber auch so offiziell. Und hier geht eine Stromleitung noch hoch. Wo sind wir jetzt? Ah, wir sind auf dem anderen hohen Gebäude hier nebenan. Und da gibt es vier lila Münzen. Oh, ich glaube, ich habe die eine lila Münze nicht bekommen. Das ist blöd. Egal. Wir gehen erstmal hier rein und... Oha! Eine Noten-Challenge in 2D. In 8-Bit. Ja gut, das ist jetzt aber einfach... Ach, es geht noch weiter. Ich dachte schon. Und die 8-Bit-Area... Die geht quasi mit nach außen ins 3D-mäßige auch noch. Ich gehe jetzt erstmal hier rein, ich war gerade schon in der Ecke. Ah, das hätte auch schneller gehen können, aber jetzt in der Mitte. Einmal Cappy werfen und alle einsammeln. Der Mond erscheint natürlich in der Wand. Und ja, cool. Ich weiß nicht, haben wir schon eine 8-Bit? Ah, natürlich haben wir eine. Das Festival war doch der 8-Bit-Area hier im Cityland. Da haben wir Mario im letzten Part auch schon im Mario Maker-Outfit gesehen. Was halt das lila Outfit, Stadt-Outfit ist, wie man ja bei dieser Secret Area, wo man immer nur rein darf mit dem lokalen Outfit, gesehen hat. Oha, hier gibt es ein paar Graffitis und wieder drei lila Münzen hier oben. Und das ist hier hinten in der Richtung, wo wir im letzten Part auch, im vorletzten Part auch in der Nacht da waren, mit dem Panzer und so. Ach, ist das das gleiche Gebäude wie eben? Ja, tatsächlich! Ich bin schon wieder auf dem Gebäude. Ja, dann kann ich auch die eine lila Münze da oben holen auf dem Gebäude. Wenn ich schon mal hier bin. Okay, wo gibt's noch was zu sehen? Da auf dem Rathaus. Ah, doch. Oh, auf dem Rathaus oben. Natürlich. Wie kommen wir da am besten hin? Aber vorher kenne ich ja noch was anderes. Oh, Glück gehabt, dass hier auf dieser kleinen... Auf dem kleinen... Ja, darf ich hoch? Nee? Es hängt. Mario hat gar nichts gemacht gerade. Hallo. Ich kann alles drücken. Mario macht nichts. Warum? Egal, gehe ich so hoch. Auf diesem kleinen Sims hier oben gab es ja dieses Bild. Hinweiskunst für das Seeland. Okay. Wir müssen es uns merken. Ich glaube, dass da oben... Oh, nicht runterfallen. Da gibt es noch lila Münzen, die ich auch noch haben möchte. Ich glaube, dass da oben in der zweiten Etage, wo auch der Shop ist zum Beispiel, aber ich weiß nicht genau wo. Ich muss da mir nochmal vor Ort ein Bild machen davon. Nochmal hinreisen und schauen. Aber jetzt vorher... Gibt es hier eine Stromleitung hoch mittlerweile oder muss ich jetzt durch das Rathaus durch die Sub-Area? Ne, es gibt eine Stromleitung und drei lila Münzen, die aber nachts safe noch nicht da waren. Also, naja, gut. Reisen wir mal wieder auf die Spitze. Und hier gibt's das Mofa? Oder den Scooter? Und aha, was ist das denn? Was ist denn für ein krasses Zeug hier? Aber okay, der Mond erscheint, aber ich krieg den nie wieder. Ach, deswegen ist ja das Mofa, der Scooter da. Krass. Ja, ich bin so blöd. Man muss einfach mit dem Scooter quasi hier hoch. Aber ich möchte jetzt erstmal... Ah, okay, hier klettert er. Ich möchte jetzt erstmal hier hoch. Und den Mond 10 Kilometer über der Stadt holen. Man hört ja auch nichts von der Stadt, von dem Stadtlärm. Also ein bisschen was aus der Ferne. Aber nicht so viel hier und da, sondern einfach nur so ein bisschen grobes irgendwas. Na gut, dann wollen wir es doch mal probieren.
Mario, aufsetzen und los geht's. Der Mond ist da und es rumbelt auch voll. Also der Controller vibriert. Tic-Tac-Turnier 2. Jetzt kann ich gerade runter. Ich habe ja alles, was ich wollte. Und schau mal, wo ich lande. Oh, man springt voll hoch. Lol. Aber wir sind unten. Und ich glaube, mit dem Scooter ist es einfacher, das Seil springen zu machen, oder? Oh, aha. Ich habe noch was gesehen. Ich wollte jetzt eigentlich die Häuser nochmal so einzeln abchecken. Und schauen, ob ich hier und da was noch sehen kann. Und hier gibt es noch ein Auto. Das kann ich kapern. Und ich kann die Reifen durchdrehen lassen. Und mich hier in so eine Sub-Area teleportieren. Wo einfach wieder Nacht ist und Panzer und alles. Auch voll krass. Gibt es hier hinten um die Ecke noch was? Ein Sieg und Mond oder ist es einfach der Rückweg? Okay, ich glaube, da gibt es nichts mehr. Wir können uns direkt hier drauf machen, da diese Sub-Area zu erkunden. Und den Secret Mond woanders zu suchen wahrscheinlich. Autos, alles kann explodieren. Unser Auto können wir aber nicht kaputt machen, oder? Nee, das ist unzerstörbar, ist auch gut so. Und das Ziel ist Mondmedaillen, alles klar. Gut zu wissen. Und wir können mit dem Panzer sogar hier hochfahren. Gibt's extra irgendwelche Rampen dafür. Aber viele Gegner gibt's jetzt hier auch nicht. Ja, da oben der Panzer, aber der seine Geschosse verpuffen, bevor die bei uns ankommen. Zumindest aktuell noch. Da oben. Ah, da oben ist noch einer. Aber der kann nicht so niedrig schießen. Ich würde mal sagen, besuchen wir die da oben mal ein bisschen. Da ist eine Mondmedaille in dem Auto. Und da geht es auch noch rein. Vielleicht gibt es hier noch eine weitere. Ne, hier gibt es gar nichts. Egal. Konfrontieren wir oben die Panzer mal. Und, ah, eine Plattform, wo ich hochfahren kann jetzt. Und hier gibt's keinen Mond, schade. Ich dachte, hier wäre so der Secret Mond. Ich habe den Panzer dafür extra abgegeben. Aber wir können ja immer neue einsammeln. Es gibt ja genug hier. 3 Mondmedaillen müssen wir noch sammeln. Ich frage mich nur, wo die sein sollen. Da hinten bei den 4 Blöcken. Ah ja, da ist eine. Die können wir von hier auch einsammeln. Den Panzer da unten, den können wir endlich mal killen. Er hat uns gleichzeitig auch getroffen, na toll. Da gibt's ein Herz, das können wir auch von hier einsammeln. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die anderen Mondmedaillen noch sind. Ich fahre einfach mal weiter hier die Rampen hoch. Bis ganz oben. Da gibt es auch nichts, ne? Komisch. Ich glaube, ich gehe mal raus aus dem Panzer. Und schaue mir alles so an. Da hinten ist das Auto zum Zurückkommen. Mondmedaillen. Ach, da hinten. Hinter der Stelle hier. Ziemlich versteckt. Kommt man nicht direkt drauf, wenn man es nicht weiß. Und wenn man es weiß, ja, dann weiß man es. Klar. Ach, das sind die Lichter aus dem Haus. Okay. Ach, da hinten. Alles klar. Ja, dann hole ich mir doch kurz einen Panzer. Oh, lol, hier ist noch einer. Hi. Wie geht's? Nicht gut. Ja, schade. Kann ich die von hier einsammeln oder ist es zu weit weg? Nee, es ist nicht zu weit weg. Es ist genau richtig. Und der Mond erscheint. Aber einen Secret-Mond gibt es auch noch, oder? Würde mich ein bisschen wundern, wenn nicht. Aber ich wüsste nicht, wo. Zur Not muss ich nochmal wieder herkommen. Wir sammeln erstmal hier Mondstücke unter Beschuss ein. Und der Secret Mond. Ja, der kann... Ah, ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn doch. Da oben. Da oben ist er. Und der kommt wahrscheinlich runter, damit ich ihn schön einsammeln kann. Naja, mehr oder weniger. Aber es ist genug wahrscheinlich, damit ich drankomme. So, ich darf nicht noch einen Gegentreffer kassieren, bevor ich den Mond einsammle. Weil sonst bin ich tot. Ich denke, das sieht man. Wie so oft habe ich es nicht geschafft, unbeschadet durch die Sub-Area durchzukommen. Aber jetzt sind wir wieder voll geheilt. 39 Monde. Und wir können zurück in die Stadt. Hätte ich gedacht, dass hier noch so... Ah, ich muss hier um die Kurve fahren. Oder fährt er einfach hier... Ah, der driftet voll um die Kurve. Krass. Ja. Bei 30 Minuten Aufnahme bin ich, aber vielleicht finde ich noch das eine oder andere Secret.
dass ich jetzt noch schnell abhaken kann, damit wir im nächsten Part direkt ins neue Land gehen können. Aha, das wäre einmal hier ein Münzsecret. Da weiter unten. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich hochkomme. Ah, so, alles klar. Und der Mond von der Pflanze, die wir eingepflanzt haben. City Flora Kübel auf dem Gebäude. Und habe ich... Ah, doch, ich habe lila Münzen gesehen. Ich habe mich schon gefragt, wo die genau waren, weil ich habe gerade eben irgendwo im Augenwinkel was gesehen. Och, shit. Oh, lol. Das Teil hat mich gerettet. Ich schieße mich mal nach oben. Das ist am sinnvollsten. Und jetzt kann ich das gleich nochmal benutzen, um mich richtig nach oben zu schießen. Hier oben gibt es nicht nur was. Wenn ich mich hier ein paar Mal hoch katapultiere, komme ich zum Dachgarten. Und von da auch darüber noch. Ja, gehe ich doch mal darüber noch. Vielleicht gibt es ja was Neues. Oder war ich hier schon? Es sagt mir nicht ganz was, aber die Gebäude sind ja auch alle ähnlich. Ah, da oben gibt es doch noch was. Ich weiß auch, wie ich da hochkomme. Wahrscheinlich vom großen Gebäude, vom hier Empire State Building. Nee, New York City Rathaus meine ich natürlich. Das ist ja auch das größte der Welt wahrscheinlich in Mario Odyssey. Komme ich von hier darüber? Ah, ist noch ein bisschen... Ach, genau, den Mond habe ich gesehen aus der Entfernung. Ist noch ein bisschen zu hoch. Aber von da unten, mit der Stromleitung, kann ich ganz aufs Dach. Und das wird bestimmt klappen dann. Und da haben wir ihn noch eingesammelt. Glanz über einem Pool. Über dem Pool. Und ja, das war's auf dieser Seite, glaube ich. Da unten gibt es keinen mehr. Und gibt es hier lila Münzen noch vielleicht? Würde Sinn machen. Wir können einmal Bowsers Gebrüll noch hören, indem wir den Kassettenrekorder antippen. Antippen mit der Cappy meine ich natürlich. Berühren, wie auch immer. Genau. Da hinten, was ist das denn? Da gibt es noch eine Truhe auf dem Rathaus. Gehen wir einfach mal hier rüber wieder. Dann können wir von hier irgendeinen langen Jump dahin machen, glaube ich. Ah, ich falle. Ich sterbe aber zum Glück nicht. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Willkommen hier auf meinem Motorroller-Parkplatz, auf dem Dach. Ach komm, ich muss jetzt hier nicht ernsthaft den Motorroller hinbringen. Ich glaube, ich hole noch schnell diese zwei Monde. Und, oh, ich hoffe, der Part hat nicht zu viel Überlänge. Aber zwischendurch war ich einmal ein bisschen länger, habe ich nichts gemacht, weil ich nur was geschaut habe kurz vorher. Ja, aber jetzt sind wir da. Und ich hoffe natürlich, dass der Part nicht eine zu lange Überlänge hat. Hoch oben auf der Müllhalde. Und jetzt ganz schnell noch den hier unten. Und damit stehen wir auf seinem Parkplatz. Wow, du bist mein allererster Kunde, der seinen Motorroller hier parkt. Glückwunsch. Und er gibt uns einen Mond. Und sollen wir ihm noch was bezahlen? So als Trinkgeld, dass er das hier betreibt? Wäre ja eigentlich nett, oder? Ne, wir klauen ihm noch eine Münze aus seinem... Wir klauen ihm eine Münze, schlagen ihn einmal. Ja, das ist doch ein guter Abschluss für den Part. Damit sage ich danke fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Wir gehen dann ins nächste Land. Ich glaube, das ist das Schneeland, glaube ich. Ich bin mir aber nicht so sicher. Wie immer, man kennt's. Haut rein, bis dahin und ciao.